Hallo, überall hört man, Kinder brauchen Regeln, Kinder brauchen Grenzen. Ich glaube, viele können das bald nicht mehr hören. Es ist viel zu allgemein. Wie soll man das denn angehen? Und es ist doch anstrengend, den ganzen Tag auf die Einhaltung von Regeln und Grenzen zu achten. Wozu soll das überhaupt gut sein? Deshalb bekommst du heute von mir einen einfachen Tipp, der dir das Aufstellen von Regeln und Grenzen erleichtert. Wenn du meinen Kanal noch nicht kennst, hier findest du die verschiedensten Videos zur Kindererziehung. Wenn du Kinder zwischen 2 und 4 Jahren hast, so abonnier doch den Kanal. So oft hören Eltern, dass sie Regeln und Grenzen aufstellen müssen. Und bei vielen entsteht der Eindruck, es nervt. Regeln und Grenzen sind anstrengend. Doch dazu kann ich sagen, Regeln und Grenzen haben zwei ganz entscheidende Vorteile. Erstens, sie erleichtern Kinder ihren Alltag. Und zweitens, sie erleichtern das Zusammenleben von Eltern und Kindern. Sie erleichtern Kinder ihren Alltag, denn Kinder müssen sich nicht ständig darum kümmern, darf ich das oder darf ich das nicht. Und sie erleichtern das Zusammenleben von Eltern und Kindern, denn es gibt weniger Konfliktpotenzial. Denn Kinder wissen ja von sich aus, bis hierher und nicht weiter. Hier nun mein Tipp. Bevor man Regeln aufstellt, sollte man sich zwei Dinge überlegen. Erstens, was ist mir für die Entwicklung meines Kindes wichtig? Und zweitens, was ist mir im Hinblick auf unser Familienleben wichtig? Hier nun einige Beispiele zum ersten Punkt. Also, was ist mir für die Entwicklung meines Kindes wichtig? Das könnten sein: Es soll selbstständig werden. Es soll sich gesund ernähren. Es soll höflich gegenüber anderen Menschen sein. Es soll lernen, Verantwortung zu übernehmen. Oder es soll seine Freizeit sinnvoll gestalten lernen. Diese oder andere Dinge könnten es sein im Hinblick auf sein späteres Leben. Da würde ich erstmal genau überlegen. Wenn dir nun klar ist, was dir für dein Kind wichtig ist, dann kannst du dir überlegen, welche Regeln helfen ihm, das zu lernen. Ein Beispiel. Wenn dir zum Beispiel wichtig ist, dass dein Kind selbstständig wird, kannst du zum Beispiel die Regel einführen, dein Kind soll sich immer alleine anziehen. Du hilfst nur bei Dingen, die es wirklich noch nicht schaffen kann. Oder ein anderes Beispiel, wenn dir wichtig ist, dass dein Kind lernt, sich gesund zu ernähren. Dann könnte die Regel zum Beispiel lauten, es gibt jeden Tag nur eine Süßigkeit. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, so abonnier doch den Kanal. Jetzt gebe ich dir noch einige Beispiele für den zweiten Punkt. Also, was ist mir wichtig im Hinblick auf unser Familienleben? Das kann zum Beispiel sein, alle sollen in die Hausarbeit einbezogen werden. Oder es soll gemeinsame Freizeitaktivitäten geben. Oder sollen die Mahlzeiten harmonisch sein. Oder soll sich jeder ernst genommen und verstanden fühlen. Oder soll sich jeder geschätzt und anerkannt fühlen. Überleg dir genau, was ist dir wichtig für eure Familie? Ist dir zum Beispiel Harmonie bei den Mahlzeiten wichtig? So könnte die Regel lauten, bei den Mahlzeiten werden keine Probleme angesprochen oder besprochen. Oder ist dir wichtig, dass jeder in die Hausarbeit einbezogen wird? So könnte die Regel lauten, wir erstellen gemeinsam einen Haushaltsplan, an den sich jeder zu halten hat. Und eine seinem Alter entsprechende Aufgabe übernimmt. Oder ist dir wichtig, dass sich jeder anerkannt und geschätzt fühlt? So könnte die Regel lauten. Einmal die Woche findet eine Gesprächsrunde statt, bei dem jeder sagt, was findet er beim anderen gut. Wenn du so vorgehst, wenn du erst überlegst, was ist mir im Hinblick auf die Entwicklung meines Kindes wichtig und was ist mir im Hinblick auf das Zusammenleben in unserer Familie wichtig? Wenn du so vorgehst, dann wird dir das Aufstellen von Regeln auch Spaß machen. Du weißt ja, warum du diese Regeln möchtest. Und du kannst leichter auf deren Einhaltung achten, weil du deinem Kind glaubhaft erklären kannst, warum diese Regel wichtig ist. Probier mal so vorzugehen. Und schreib mal deine Erfahrungen in die Kommentare. Und wenn du noch mehr über dieses Thema wissen willst, hier eine Info. Es erscheint bald ein Kurs, in dem du konkrete Hilfe bei der Aufstellung von Regeln für Kinder erhältst. Denn ich weiß, dass viele Eltern gern Hilfe und Unterstützung annehmen würden, wenn es um die Aufstellung von Regeln geht. Zum Beispiel Regeln fürs Fernsehen, Regeln für die Ordnung, Regeln fürs Einkaufen gehen. Das war's, bis zum nächsten Mal.